Wie hat Sie das St. Georgskolleg in Istanbul geprägt? Das war für mich wahrscheinlich die prägendste Zeit meines ganzen Lebens. Ich bin sozusagen aus der Enge meiner bäuerlichen ursprünglichen Heimat, dann der Enge unserer Heimatstadt Graz und Österreichs in eine Weltstadt gekommen, wo das Leben mit allen Facetten spürbar, erlebbar war. Und dort bin ich auch erstmals in der schrecklichsten Armut in aller Brutalität begegnet. Damals gab es 10.000 obdachlose Kinder auf den Straßen. Überall hat man sie gesehen. Ich selbst habe eines Tages beobachtet, am Abend, es war im Winter, beim Nachhausegehen, dass zwei Buben, die nahezu nichts anhatten, beim kaum Temperaturen über 0 Grad, sich mit dem Rücken und dann wieder abwechselnd mit der Brust an einer Glasscheibe wärmten. Dahinter war ein Händelgriller. Und ich bin dann auf sie zugegangen und habe sie dumm gefragt, ob sie ein Händel möchten. Ja, was denn sonst? Und ich habe ihnen das Händel gebracht. Und als ich dann gezahlt hatte und wieder herauskam, waren sie verschwunden. Und dann habe ich sie doch gefunden. Die haben das Händel samt Knochen aufgegessen. Ich habe den ganzen Koran gelesen, bin auch zu Gottesdiensten in Moscheen gegangen, habe Kontakte geknüpft mit islamischen Würdenträgern und ich habe dort sehr, sehr viele liebe Freunde gewonnen, die es noch bis heute gibt. Teilweise sind heute Schüler von mir, die Moslems sind, hier in Graz als Akademiker beschäftigt und wir treffen uns in gewissen Abständen. Und da gibt es Auseinandersetzungen in wesentlichen Fragen, zum Beispiel in der Frage, ist Gewalt in der Bewältigung von Problemen zulässig, ja oder nein? Oder auch, was bedeutet es, dass es Gesellschaften gibt, wo grundsätzlich nicht Mann und Frau gleichberechtigt sind oder anders ausgedrückt auch nicht gleichwertig sind? Es war mir auch immer eine große Frage, warum man im Gottesdienst Frauen ausgeschlossen hat in Moscheen beziehungsweise in hintere Räume oder auf Emporen zurückgedrängt hat, warum das durchgehend bleibt bis zum heutigen Tag. Unsere Ordensgemeinschaft hat den Leitspruch Evangelizare pauperibus misit me. Er hat mich gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu bringen. Das hatte ich in Istanbul versucht, mit nicht sehr großem Erfolg, weil ich überfordert war. Außerdem konnte ich es nur nebenher tun. Und hier wusste ich das. Hier vorne auf der Kanzel war meine erste Predigt am 2. Juli 1973. Und da habe ich damals gesagt, ich werde für alle da sein, aber in erster Linie für die, die mich am meisten brauchen. Armut ist grundsätzlich nie schön, aber es gibt, wenn man es grob betrachtet, zwei Formen der Armut, die von der Öffentlichkeit und von den Mitmenschen differenziert und sehr gegensätzlich wahrgenommen wird. Die eine Armut ist die, die zu Herzen geht. Wenn ein Kind weint oder hungrig ist oder wenn ein Unglück passiert, dass eine Naturkatastrophe stattgefunden hat oder ein Verkehrsunfall, dann öffnet sich natürlich das Herz eines jeden Menschen und sagt, da muss man helfen. Da wird man nicht engherzig sein, man wird auch die Geldbörse öffnen und auch jemanden im Notfall aufnehmen. Aber es gibt unglaublich viele Menschen, deren Armut ein wenig oder manchmal sogar sehr abstoßend ist. Denken wir nur an die Problematik des Alkoholismus, der Drogen oder die Haftentlassenen, auch Bettler natürlich, die auf ihre Art für manche Menschen abstoßend wirken. Und für diese Menschen Hilfe zu finden, ist äußerst schwer. Und deshalb nenne ich diese Armut die hässliche Armut. Ich konnte mir nicht vorstellen, was ich falsch gemacht hätte. Ich habe niemand was weggenommen, ich habe nichts angestellt. Und ich werde von Menschen total abgelehnt. Und ich habe eigentlich länger gebraucht,
über dieses Jahr hinaus, das Jahr 1993 war dann die Eröffnung des Wienseedorfes für österreichische Obdachlose, alkoholabhängige Menschen. Und dort war der Hass noch einmal stärker als gegen die Ausländer. Und irgendwann bin ich dann dem Text von Bert Brecht begegnet, der sagt, verdammt, wer sich der Verdammten annimmt. Und da ist mir bewusst geworden, dass das eigentlich das Schicksal des Christen ist. Jesus hat auch gesagt, haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch verfolgen. Der Mensch erlebt sein eigenes Leben als beglückend, als sinnerfüllt, nicht, wenn er viel für sich erwirbt, viel für sich erreicht und möglichst in der Gesellschaft aufsteigt, sondern das Leben erfährt man als sinnvoll und als schön, wenn man spürt, dass man anderen Menschen Glück, Leben und das, was man zum Leben braucht, vermitteln kann. Und je mehr einem das gelingt, je mehr man sich selbst hergibt, um für andere da zu sein, desto schöner wird das Gefühl, wie schön ist es, dass ich auf dieser Erde bin und wie schön ist es, dass ich anderen Leben spenden kann.